Ein 12-jähriger Junge hat sich in Australien mit dem Auto seines älteren Bruders vor einem Buschbrand in Sicherheit gebracht. Lucas Sturrock war alleine zu Hause, als sich die Flammen dem Haus der Familie näherten. Ich wusste nicht, wo er war, was er tat und wohin er ging. Der Vorfall ereignete sich etwa 130 Kilometer nördlich von Perth. Dazu Feuerwehrmann Craig Spencer. Es war sehr beängstigend. Durch den vielen Rauch war die Sicht gering. Man konnte ziemlich hohe Flammen sehen. Er hat sich an den richtigen Ort geflüchtet. Es war sehr emotional. Jetzt herrscht natürlich große Erleichterung.